Die Vorstellung, dass Krieg nur mit Militär und unter Einsatz von militärischer Waffengewalt geführt werden kann, ist in manchen Bereichen bereits überholt. Moderne Technologien erlauben es Staaten, aber auch nichtstaatlichen Akteuren, massiven Druck auf einen Gegner auszuüben. Wir sind im Zeitalter der hybriden Bedrohungen angekommen. Kurz zu den Begriffen. Hybrid Warfare, hybride Kriegführung, ist heute ein sehr inflationärer Ausdruck, der darauf verweist, dass das primär das Militär zum Einsatz kommt und militärische Mittel. Ich ziehe daher eher den anderen Ausdruck vor, hybride Bedrohung. Was versteht man darunter? Hybride Bedrohung ist der akkordierte Einsatz aller verfügbaren Methoden, Mittel und Instrumente, um Druck auf einen Opponenten, auf einen anderen Staat auszuüben. Das Ziel dabei ist, sein Verhalten zu ändern, ihm zu schaden, vielleicht sogar ihn zu destabilisieren. Mit den neuen Möglichkeiten, mit den neuen Techniken, Internet, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, sind hier völlig neue Möglichkeiten entstanden. Ein altes Phänomen erscheint daher in neuer Form. Was sind nun die Merkmale einer hybriden Bedrohung? Ganz wichtig: Es handelt sich häufig um ein verdecktes Vorgehen, es kann aber auch offen erfolgen. Wir haben staatliche Akteure, aber auch nichtstaatliche Akteure. Ein Staat kann sich auch einer Hackergruppe zum Beispiel bedienen, um hier Cyberattacken durchzuführen. Wir haben hier einen legalen Bereich, einen illegalen Bereich und einen Graubereich. Rechtlich ist vieles nicht genau definiert. Und wir haben ein wesentliches Element, das sind viele Instrumente, die beliebig kombinierbar sind. Und das alles kann äußerst überraschend ohne irgendeine Ankündigung erfolgen. Und das ist die neue Qualität, diese neue Herausforderung der hybriden Bedrohung. Zur Veranschaulichung ein kleines konstruiertes Beispiel. Staat A möchte auf Staat B Druck ausüben. Wie kann er das machen? Ganz wichtig, die Nutzung oder eigentlich der Missbrauch von Medien, Fake News, ein probates Mittel, um Einfluss auf den Wahlkampf zu nehmen, um auch zwischenstaatliche Irritationen hervorzurufen, heuer im Sommer ganz massiv zwischen Katar und Saudi-Arabien. Cyberattacken, Österreich ist davor auch nicht gefeit. Wir hatten letztes Jahr eine massive Attacke auf den Flughafen Schwechat, auf die Nationalbank, aber auch viele andere Stellen. Dritter Bereich, Wirtschaft, Energie, Finanzwesen. Hier ist es möglich, Finanzspekulationen zu machen, um eine Währung unter Druck zu bringen. Man kann aber auch den Finanztransfer stoppen, womit die Zahlungsfähigkeit eines Landes einfach nicht mehr gewährleistet ist. Daher ganz massiv Möglichkeit, hier Druck auszuüben. Und der vierte Bereich ist diplomatische und politische Maßnahmen. Man kann einen Staat von Verhandlungen ausschließen, man kann einen Staat diskreditieren, man kann versuchen, gegen ihn so Stimmung zu machen, dass er wirklich unter Druck gerät. Das ist aber noch nicht alles. Staat A kann auch versuchen, im Inneren von Staat B zu wirken, zum Beispiel, indem er bestimmte Gruppierungen fördert. Das können politische Oppositionsparteien sein, das können radikale Elemente sein, das können auch Minderheiten sein, die hier einfach für Unruhe sorgen in diesem Land. Und zuletzt militärische Mittel. Hier haben wir die Dimension von außen, wo man mit Manövern zum Beispiel Drohkulissen darstellen kann, aber auch im Inneren wesentlich subtiler, indem nachrichtendienstliche Kräfte am Werk sind, indem man Schläfer platziert, indem man radikale Elemente bewaffnet und derlei gibt es noch viel, viel mehr. All das führt dazu, dass wirklich Druck auf einen Staat ausgeübt werden kann, dass er eingeschüchtert werden kann, dass er isoliert werden kann und vielleicht sein Verhalten ändert oder destabilisiert wird. Was kann man nun gegen diese hybriden Bedrohungen machen? Was ist zu tun? Es ist völlig falsch, hier eine taxative Aufzählung zu machen, weil es so vielfältig ist. Aber drei Bereiche kann man ansprechen. Das eine ist eine Bewusstseinsbildung. Wir müssen uns dessen bewusst sein, wie umfassend diese Bedrohung sein kann, wie vielfältig sie sein kann, damit wir uns ernsthaft damit auseinandersetzen können. Das zweite ist, eine hybride Bedrohung erfordert eine hybride Antwort, also eine umfassende. Und das heißt, zivile und nicht zivile, militärische und nicht militärische Maßnahmen und Instrumente hier mitdenken, um zu einem entsprechenden Spektrum an Gegenmaßnahmen zu kommen. Drittens, ein Staat alleine kann das überhaupt nicht erledigen. Internationale Kooperation, intensive Zusammenarbeit ist hier erforderlich. Letztlich soll Resilienz erzeugt werden. Also eine Widerstandsfähigkeit gegenüber diesen Bedrohungen und eine Antwortfähigkeit. Was bedeutet das nun für Österreich? Wie gehen wir damit um?
Hybride Bedrohungen sind ein globales Phänomen. Jeder Staat hat seine Antworten zu finden. Aus österreichischer Sicht ist es sehr wichtig, hier ein Früherkennungs-, ein Frühwarnsystem zu haben und andererseits auch ein Antwortsystem zu haben, das die erforderliche Resilienz verleiht. Beides geht nur gesamtstaatlich unter Einsatz und Vernetzung aller zivilen und militärischen Mittel, die verfügbar sind. Im Cyberbereich geht der Trend eindeutig in Richtung Jugend. Hier setzt man auf die Jugend. Das ist in Israel so, das ist in Österreich so, das ist in allen anderen Staaten auch so. Aber eigentlich geht es darum, Sicherheit und Verteidigung neu zu denken angesichts dieser hybriden Bedrohungen. Das ist die große Herausforderung. Der müssen wir uns stellen und bei der Beantwortung wird das Bundesheer sicher eine entscheidende Rolle spielen.